geh mal raus, haben sie gesagt. Das ist so schön, haben sie gesagt. Die Ruhe und die Stille, haben sie gesagt. Gut, dachte ich, dann lässt du dir mal breitschlagen, siehst du deine Schuhchen an, Schal um und dann gehst du mal raus in das Schöne. So, pass mal auf. Ich kann daran nicht schön finden. Das ist alles weiß, hier ist überhaupt kein bisschen Farbe, nichts Buntes. Nur das Braun von die vertrockneten Blätter, die noch nicht abgefallen sind. Und jetzt hier. Sieht man das? Ja, warte mal. So. Hindernislauf musst du noch machen, ja? Das in meinem Alter. Da musst du noch aufpassen, dass du nicht hinschließt. Ich bin ja schließlich alleine. Naja, jedenfalls habe ich es gemacht. Ich höre nicht mal ein Vögelchen. Vorhin habe ich eine Meise gehört, die hat sehr traurig und verzweifelt geklungen. So, Moment. Oh. Im Pferdesport, glaube ich, würde der doppelte Ochse heißen. Ich habe einen. Ne, wo ist er? Ich habe einen bezwungen, ohne was zu reißen. Eine Sportskanone bin ich ja schon. Ja. Also, liebe Frau Holle, wir haben jetzt gesehen, du hast es noch drauf. Ja, yeah, du bringst volle Leistung, ja. Aber so langsam ist dann auch mal genug. Ich habe jetzt schon so viele Sträucher und Büsche gesehen. Da sind schon die Knospen, die möchten ja nur aufspringen. Aber die trauen sich nicht, weil sie nicht wissen, was denn ist. Wenn ich so eine Knospe wäre, hätte ich auch keinen Bock, hier aufzuspringen. Und dann erfrierst du wieder, fällst du ab. Ich meine, gut, die Sonne. Das ist natürlich so mein Lichtblick und lässt mir hoffen, dass der ganze Mist bald vorbei ist. Warte mal, da hinten sieht auch schön aus. Ich weiß nicht, ob man das sieht, das spiegelt und macht hier. Naja, ich hoffe mal, das war jetzt gewesen. Jetzt sind Winterferien, Kinder hatten Schnee. So, dann sollte das auch reichen. Gut, dann wünsche ich euch noch einen schönen Restwinter in der Hoffnung, dass das bald alles vorbei ist. Auf Wiedergesehen. Kleiner Nachtrag. Also ich muss ja mal sagen, jetzt finde ich es schon wieder ein bisschen schön. Die Sonne, die wärmt so ja schon und da sieht es doch schon wieder ganz anders alles aus. Ich mache noch mal so einen kleinen kurzen Schwenk. Hallo, das bin ich. Moa. Ja, nö, damit kann man zufrieden sein. Hier wohnen wahrscheinlich noch ein paar Krabbelkäfer und Ameisen. So, ist doch herrlich, oder? Gut. Die haben also doch recht gehabt, wenn sie gesagt haben, geh mal raus, das ist schön. Ich höre so ja ein paar Vögel piepen. So, und das war's jetzt. Tschüss!